Hallo liebe Zuschauer, bei uns steht Herr Worm von Schloss Diedersdorf. Schloss Diedersdorf ist eine Institution für Berliner und Brandenburger, das kann man wirklich so sagen. Ja. Herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Und bei Ihnen ja, gibt es vor Ort eine ganze Menge zu erleben und die unterschiedlichsten Veranstaltungen. Fassen Sie mal schnell zusammen, worauf kommt es an? Hochzeiten fallen mir zum Beispiel gerade. Ja, also wir haben im Schloss selber ein Standesamt und haben am Schlossteich einen schmiedeeisernen Hochzeitspavillon, sodass wir bei gutem Wetter am Schlossteich im Park drin trauen können und bei schlechtem Wetter im Schloss selber. Ja, und dann gibt es Oktoberfeste bei Ihnen, dann gibt es Sommerfeste. Also Sie haben ja eigentlich, bei Ihnen ist immer was los. Ja, wir haben also viele Veranstaltungen im Jahr. Fängt jetzt als nächstes an mit der Hochzeitsmesse. Dann geht es los mit der Biergarteneröffnung. Dann kommt Ostern, Pfingsten, Himmelfahrt, Vatertag, 1. Mai, wo der Biergarten immer rammelvoll ist. Und dann haben wir ganz toll die USK-Show. Das ist eine größte europäische, amerikanische Oldtimer-Messe auf Schloss Diedersdorf und dann natürlich unser legendäres Oktoberfest. Und ich möchte behaupten, dass es nirgendwo mehr Stimmung in einem Oktoberfest gibt, als bei uns in den 10 Oktoberfesttagen. Jetzt sind Sie aber hier auf der Grünen Woche. Auf der Grünen Woche haben Sie einen Stand aufgebaut, ein kleines Schloss. Ja. Wir haben auf der Grünen Woche, Schloss Diedersdorf gibt es ja schon seit 30 Jahren und seit bestimmt 25 Jahren sind wir auf der Grünen Woche, sind dem Land Brandenburg auch sehr dankbar dafür, dass wir da sein dürfen und wir probieren bestmöglichst natürlich, weil Schloss Diedersdorf ist im Süden von Berlin zwischen Großbären und Blankenfelde, natürlich Land Brandenburg gut zu vertreten, weil Schloss Diedersdorf, wie gesagt, im Land Brandenburg ist und ja, ganz tolle Halle. Müssen Sie alle hinkommen. Was gibt es bei Ihnen? Angefangen von der Lauchsuppe, über Grünkohl mit Pinkel und natürlich Brandenburger Bier, direkt in Brandenburg gebaut. Also wir haben schon regionale Produkte, die in Brandenburg hergestellt werden, die wir dort auch praktisch verkaufen. Dann nehmen wir das gleich mal als Einladung und fragen, wo findet man Sie hier auf der Grünen Woche? Wir sind in der Halle 21A. Und das ist, wenn man Masurenallee ist, rechte Seite der Eingang an diesem Glaspavillon, da gehen wir einfach geradeaus zu und schon sind wir in der Brandenburg-Halle. Na dann, liebe Zuschauer, wohl bekommst. Jo, alles klar.